Freunde der Fotografie, herzlich willkommen zum Review über Nightcores USB Charger for Canon. Bedeutet auf Deutsch, dass wir hier ein Ladegerät haben, das ihr für eure Canon-Akkus benutzen könnt. Und zwar gleich zweifach. Ihr könnt also zwei Akkus gleichzeitig laden, hier auf der Rückseite und auf der Vorderseite. Ihr könnt folgende Batterien nutzen, und zwar den LPE6, den LPE6N und den LPE8. Das sind zum Beispiel Akkus für eure 700D, 600D, 7D Mark II, 5D Mark IV, 6D Mark II, die jetzt neu auf den Markt kommen. Und was haben wir noch? Wir haben eine echte Anzeige, in der steht, die, wie viel aktuell aufgeladen wird, die Temperatur, dann ob die Batterie in einem guten, normalen oder in einem schlechten Zustand ist und vieles mehr. An der Seite stehen dann nochmal alle Modelle drauf. Ihr könnt ja jetzt auf Pause drücken, wenn ihr euch nicht sicher seid, um dann einfach zu schauen, ob eure Kamera dabei ist. Nur ein paar Beispiele hier, die Canon EOS 5D Mark II, 3, 5DS, 5DSR, 7D, 7D Mark II, 600D oder zum Beispiel die Canon EOS 600D, 550D und so weiter und so fort. Dann packen wir das Ganze mal aus. Weltweite Garantie, einfach ausfüllen, zu denen schicken und ich nehme mal an, dass ihr dann weltweit Garantie damit habt. Hier gibt es eine kurze Nutzeranleitung, falls ihr euch nicht sicher seid. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr diese nicht brauchen werdet. Hier ist die leere Verpackung, nichts weiterhin drin. Und hier haben wir das Ladegerät. Ja, ihr seht, hier könnt ihr Akkus draufpacken. Hier könnt ihr einen Akku draufpacken. Auf der anderen Seite könnt ihr auch einen Akku draufpacken. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nicht viel. Hier haben wir einen Slot für eine Batterie, hier für die andere. Und nur auf der Seite haben wir ein Display, um festzustellen, wie denn jetzt der Zustand unseres Akkus ist. Kein Anschluss für ein Kabel, schade. Allerdings, tada, habt ihr hier ein USB-Kabel in einem sehr, sehr robusten und guten Zustand. Ja, das könnt ihr natürlich an euer MacBook anschließen, an euer Microsoft Surface. Ihr könnt es an euren PC anschließen, ihr könnt es an eure Powerbank anschließen oder an euer Auto-Ladegerät. Dann probieren wir das gleich mal aus. Hier ist der LPE6N. Und den packen wir jetzt da drauf. Der sitzt auf jeden Fall sehr stabil. Ihr seht selbst, der fällt nicht runter. Und auf der anderen Seite könnten wir jetzt probieren, den reinzustecken, den anderen LPE6. Aber das geht nicht. Bedeutet, die Seite ist nur für die genannten Akkus für die etwas kleineren Kameramodelle. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Anschluss für den LPE6 oder LPE6N. Dann schauen wir doch gleich mal, wie das Ganze dann in der Praxis ausschaut. Ich habe hier eine ganz normale Powerbank mit ca. 10.000 mA. Dann nehme ich jetzt dieses USB-Kabel, schließe es an die Powerbank an und tada, was sehen wir jetzt? Slot 1, die Temperatur des Akkus 26 Grad in einem sehr guten Zustand, 1.000 mA, 7,9 Volt. Hier haben wir so eine kleine Anzeige über den aktuellen Batteriestatus, also wie voll er jetzt geladen ist. Und wenn das Ganze dann fertig ist, wird hier End stehen, wie Ende. Gut, und ansonsten, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Die Verarbeitungsqualität dieses Produkts ist übrigens sehr gut. Der Akku sitzt sehr fest. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Body habt, wie eure 5D und habt dann noch ein Backup-Body, wie zum Beispiel ein Kleinformat, dann könnt ihr sicher sein, dass eines der Akku auch auf der Rückseite passen wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Link zu dem Produkt findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da wird es in Zukunft natürlich noch etwas mehr geben, weil der Hersteller hat wirklich coole Produkte. Und Fragen, Anregungen gerne unter dieses Video. Bis bald. Ciao, ciao.